Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Jenny hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von WWE 2K18. Ja, Freunde, heute mal im Double Time Part und jetzt geht es ab, denn ich kill in die billige Bitch und jetzt geht es ab in der nächsten Folge. Hallo! Junge, was ist da wieder mit mir los? Auf jeden Fall geht's weiter mit WWE. Das wisst ihr ja. Aber erstmal noch ein paar Notizen, die ich gleich vorlesen werde. Wir müssen ja nur Doc Mullin reden. Okay, ich beruhige mich jetzt. Ich schwör's dir, immer wenn ich Kaffee trinke, also immer ein Glas Kaffee am Tag. Ab und zu mal, aber nicht oft. So ein bisschen Kaffee, damit man wach wird. So Kaffee gibt ein bisschen diesen Adrenalinkick, weißt du? Großer Kampf heute Abend. Das sagt er jedes Mal, Alter. Kann doch mal andere Wörter lernen. Heute wird aber eher mal so eine kurze Folge. Katze, Maus. Wir haben, oh, gegen Jimmy Uso. Gegen diese Uso-Brüder. Kennt ihr die noch, Alter? Die machen wir jetzt platt, Leute. Let's go. Yo. Motherfucking house building, man. Hugo Parfüm. Das riecht. Oh, lecker. Oh, geiles Parfüm, Alter. Das ist geil. Das ist geiliger Bimbam. Und jetzt kommt hier Stapel mit Gläsern. A la caramba, Jimba. Ui. So, Leute. El Rille. Junge, was soll ich? Ich habe eine richtige Gläsersammlung hier. Die muss doch wieder gewaschen werden. Jetzt geht's los gegen Jimmy fucking Uso. Let's go, Digga. Let's go, Digga. Heute steigern wir mal wieder auf Rille. Und da. Leute, was geht ab? Jetzt geht's los, der Kampf gegen Jimmy! Boah, Leute, ich bin heute richtig gut drauf, Mann. Ich versuche jetzt jeden Tag immer gute Laune zu haben, ey. Ohne Witz, man sollte das Leben echt genießen, in vollen Zügen wie Bahnfahrer. Ich liebe den Spruch, ne? Die Bahnfahrer genießen ja auch alles in vollen Zügen, habt ihr gehört, ey? Aber manchmal ist der Zug nicht voll, dann kommt Kontrolleur, weißt du? Ey, hör mal auf, ey. Letztens fast erwischt worden, fahre ich eine Station schwarz, werde ich erwischt. Aber der Typ hat nur mein Auge zugedrückt. Ich sag's euch, ich war gerade Kleingeld am raussuchen. Er sagt, okay, komm, steig aus. Richtig korrekt war der, Alter. Hab ich nicht gedacht. Was machen die so Geräusche? Huh? Hadouken! Hadouken, kenne du gerade? So, boah, zia! Huh! Boah, hier riecht's gerade so gut. Ich hab gerade dieses Parfüm gesprüht. Warte mal, ich brauch noch hier was für meinen Mund, Alter. Kennt ihr diese Mundspray? Moment. Ah, schmeckt echt gut. Ja, Freunde, was wollte ich sagen? Heute gibt's leider keinen Livestream von mir. Aber dafür morgen. Denn ich habe jetzt so meine ersten 10, ich werde meine 15 Spiele, glaube ich, offstream machen. Morgen Abend werde ich online gehen und gemeinsam mit euch zocken. Ja, wollte ich nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ich morgen Abend streamen werde. Und, oha, was geht denn da mit dem Uso? Ja, Leute, genau, ich wollte ein paar Sachen ansprechen hier, in diesem ersten Kampf vor allem. Und zwar habt ihr gesagt, nach Royal Rumble, also wenn bei WWE das Royal Rumble kommt, gibt es nur noch 2 Stunden Spielzeit. Und dann ist das Spiel vorbei, habt ihr gesagt. Also das ist ja ziemlich kurz, ne? Das heißt, das Spiel ist dann demnächst schon vorbei. Hätte ich aber nicht gedacht. Mal gucken, ob das stimmt. Da schreibe ich euch mal bitte. Schreibt immer in die Kommentare, ob nach Royal Rumble das Spiel wirklich vorbei ist. Wie lange es dann dauert. Weil ich will auch WWE wirklich nicht kontinuierlich das ganze Jahr bringen. Weil man verliert das halt an Abwechslung. Die müssen echt mal dieses Jahr was anderes raushauen. 2K19. Irgendwas noch geiler machen. So. Weil das ist immer so. Ja, Jahr zu Jahr wird es besser. Klar, aber so immer so um 2-5% würde ich sagen. So. Nicht, es ändert sich nicht so viel. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt haben die versucht, die Grafik ein bisschen zu ändern. Sieht man schon einen leichten Unterschied, aber auch nicht so krass, finde ich. Oder wie seht ihr das? Ja, ihr habt gesagt, ich soll mal vielleicht versuchen, danach den Modus zu wechseln. Das können wir auch gerne mal im Livestream machen, Leute. Dass wir einfach mal im Livestream diesen Road to Glory-Modus antesten. Und, ja, was wollte ich denn noch sagen? Genau. Ja, also es ist noch nicht sicher. Also es wird vielleicht auch unwahrscheinlich sein, dass ich auf YouTube streamen werde demnächst. Aber ist alles noch ziemlich unsicher. Steht noch in den Sternen wie Krieg der Sterne. Wisst ihr, wie ich meine? Also, oha. Was geht ab mit dem Jimmy, Alter? Der ist ja richtig motiviert, Jimbo, Alter. Hier, zack. Wir kontern. Stu. Und jetzt gibt es noch eine. Stu. Hauen wir den rüber. Und jetzt kommen wir von oben drauf. Stu. Boah, habe ich dem gegeben, Alter. Easy going, ey. Easy going. Komm mal jetzt. Kommt der. Kriegen wir den. Zack. Boom. So, die nächsten Themen werde ich im nächsten Kampf ansprechen, Alter. Ich mache heute aber auf jeden Fall leider nur, denke ich, 2 Kämpfe, Leute. Es ist schon echt ziemlich spät. Ich will das Video auch nicht zu spät bringen, ey. Ich habe heute einiges zu tun gehabt. Ich musste dir helfen und alles. War wieder ein bisschen stressig, Leute, aber ja, Hauptsache es kommt ein Video. Ich habe gesagt, ich werde mich nicht mehr abstressen. Wenn meine Folge kürzer sein wird, dann ist die kürzer. Wenn die andere länger ist die länger. Wisst ihr, wie ich meine? Also, es ist mal kürzer, mal länger. Wisst ihr, wie ich meine? Und da kann ich nichts für. Es ist ja auch so. Manche werden mit einem großen P. Ach, ihr wisst, was ich meine. Oh, da ist eine kleine Anle. Ach, halt's Maul. Ich laber irgendeinen Scheiß gerade, ey. Ich laber irgendeinen Scheiß gerade, ey. Ich hoffe, man konnte nicht hören, was ich gesagt habe, ey. Aber ja. Das ist halt Fakt, ne? Also ich dachte, wir haben jetzt diesen Kampf gewonnen, aber der Jimmy, der Uso, kommt nochmal gut zurück hier, der Uso, Muso. Der hat sogar einen Signature, den werde ich aber jetzt mit Ansage kontern. Guck mal jetzt, von hinten wird er kommen. Von hinten. Guck mal jetzt.
Was? Das war niemals ein Signature gewesen. Oder doch, es war sein Signature. Oculus Rift, ich gehe raus. Tschüss. Ey, wisst ihr, wie geil es hier gerade riecht wegen diesem Parfümspritzer? Ich finde, Parfüm macht sehr viel aus. Ein Parfüm kann sagen, ob du gut riechst oder nicht. Ach, was laber ich da, Alter? Ich laber wieder so ein Müll, das tut mir leid, ey. Heute ist so ein richtiger Auf-Rille-Tag, ey. Mein Gott, Alter. Also 150 Milliliter Kaffee, ey. Und schon dreht dein Kopf durch wie Banane. Boah, ey. Immer diese Sachen. So, was wollte ich sagen, genau. Ach, was ist das denn? Ey, Let's Skill, 1 Million Klicks. Ihr habt geschafft, ihr habt es geschafft. Meine Let's Skill-Folge, 1 Million Klicks. Es wird am Montag auch für FIFA von mir ein Video kommen, wo wir live reacten werden darauf. Und da könnt ihr euch mega drauf freuen. Meine Live-Reaction zu der 1 Million. Das wird heftig werden. Zu der 1 Million. Zu den 1 Million Klicks. Ich schaue mir das Video gemeinsam mit euch an, weil ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Das wird mega geil werden. Glaubt mir, es wird richtig lustig werden. Ich habe das Video so lange nicht mehr geguckt, ey. Da waren so lustige Sachen dabei. Und ja, es wird auf jeden Fall dann direkt online kommen am Montag. Und ich würde sagen, diesen Kampf haben wir jetzt hier ganz easy gewonnen. So, Pinfall. Also wenn er jetzt rauskommt, weiß ich auch nicht. Das ist ein ganz chilliger Kampf. Zu... Was? Okay. Also das checke ich jetzt nicht. Ist das gewollt, dass er dann gewinnt? Guck mal, jetzt kontert er mit der Ansage. Das sieht man sofort, wenn er hochgeht. El Rille rollt sich natürlich jetzt wieder raus. Ei, was macht der da? Hä, wann geht der denn da so hoch? Hä? Oha, das macht er mit uns Zinedine Zidane Materazzi Kopfstoß. Was soll die Scheiße denn? Ja, kontern. Wieder zu früh. Ey, mein Gott, heute mein Timing nicht so gut. Was ist das denn? Es wirft uns in die Zuschauer rein. Das ist ja richtig motiviert, der Typ. Stuf. Auf jeden Fall, Fortnite wird auch kommen. Ich weiß aber nur nicht gesagt, wann genau. Es muss aber jetzt demnächst kommen, Alter. Assassin's Creed wird ja auch bald vorbei sein. Ich werde auch wieder versuchen, Leute, wenn es nicht zu stressig wird, wieder jeden zweiten Tag 2 Videos auf viel Gaming zu bringen. Aber da muss ich noch schauen, Leute. Ich will auch nicht übertreiben, ne? Ich will auch nicht übertreiben, denn ich muss halt erstmal wieder komplett gesund werden. Mein Bestes geben. Aber ich bin körperlich gesund. Es ist halt nur Psyche. Guck mal. Ja, ich weiß nicht. Guck mal, Leute, was für euch... Lieber, also beides ist scheiße, aber dass ihr körperlich krank seid, dass zum Beispiel eure Leber irgendwie am Arsch ist. Digga, der zählt uns ja komplett aus. Schiri! Ey, was für ein Bastard! Das ist doch eine Missgeburt! Ey, das ist mir gar nicht aufgefallen. Der Jimmy Uso mit seinen komischen Fake The Rock Tattoos. Was ein Hund, Alter. Ey, wir sehen uns gleich. Einen Kampf machen wir auf jeden Fall noch. So, er sagt jetzt, boah, ich habe da ein paar kleinere Dinge gesehen, aber über die können wir später noch reden. Aber alles in allem warst du heute Abend echt gut. Du hast verloren, aber du warst echt gut, ja. Und jetzt verpiss dich. So kommt mir das immer vor, ne? Als ob der mich jedes Mal verarschen, wie dieser Todd Mullin. Wir gehen jetzt mal aus der Arena und sehen uns gleich zum zweiten Kampf wieder. Guten Tag, da bin ich wieder. Todd Mullin ist da. Du kommst keine Sekunde zu früh. Wenn du bereit bist, kannst du dir das Programm mal einsehen. Ja, ich komme keine Sekunde zu früh. Besser, man kommt zu spät dann zu früh, ne? Ist doch besser. Auch wieder. Oh, jetzt. Okay, jetzt gibt's Tag Team Match mit Jay Uso gegen Jimmy Uso. Mit Juso gegen Uso. Mit Kofi gegen Mofi und Cozy. Let's go. Yo! Tag Team. So, jetzt machen wir die aber platt, Leute. Jetzt reicht's. Verdammte Hühnerkacke hier, ey. Eieiei, Leute, ey. Mein Gott. Also, ihr müsst mal so ein bisschen hinterfragen, was da abgeht, nicht? Ey, was wollte ich sagen? Momentan, Leute, es geht leider zu viel ab. Es geht zu viel ab. Auf YouTube, auf YouTube. Es geschehen Dinge im Hintergrund, von denen weißt du nichts. Es ist zu krass, was da abgeht. Egal. Ich verrate nichts, Leute. Wenn irgendwann was kommen wird, dann wird was kommen. Dann wird es krachen wie ein Titanic, weißt du? Dann wird es auf jeden Fall krachen, wenn irgendwann mal was kommen wird. Aber ja, Leute, ihr wisst ja Bescheid. Ja. Ich sag euch mal so, Leute. Ich bin immer ganz gechillt drauf, weißt? Ja, was, ey, ich bin so dumm, was laber ich da? Ey, ich war ja wieder so in meinem Element gewesen, ne? Aber nein, ihr wisst ja alle, ey, wenn wir jetzt gewinnen, wäre doch der lustigste Kampf aller Zeiten, Alter. Ey, das wäre so lustig, wenn er jetzt auszählt, wie geil das wäre. Bester Kampf EU-West. Oh, schade, eine Zahl hat noch gefehlt, ey, das wäre lustig, oder? Junge. So, kein Spaß, Leute, aber ihr wisst ja, ich habe ja schon über viele YouTuber geredet, da Bibi, Mimi und was weiß ich was. Also nicht Mimi, der eine YouTuber, der ist Hammer, Alter. Kennt ihr den? Yo, Leute, was geht ab, euer Mimi? Den feiere ich des Todes, Alter. Aber Bibis Produkt-Palace, Alter, Product Placement, das geht ganz und gar nicht, Mann. Egal, Leute, ich hoffe wirklich, genau, das würde ich mal gerne wissen. Jetzt schreibt ihr mal in die Kommentare, glaubt ihr an Karma oder nicht? Ich sehe leider zu viele Leute auf YouTube überall, die es nicht verdient haben, da wo sie stehen. Ganz klar.
Ich weiß, dass viele Fake sind, klar. Aber diese Leute kriegen halt einfach noch kein Karma. Aber ich denke mal, je höher man fliegt, ne, je höher diese Personen fliegen, je mehr Erfolg sie haben, desto tiefer werden sie fallen. Das sagt man ja nicht umsonst, dieses Sprichwort. Wer hoch fliegt, der fällt tief. Ist einfach so. Glaubt ihr an Karma? Ich glaube auf jeden Fall schon daran. Aber ich wurde auch oft enttäuscht. So. Oft, keine Ahnung, habe ich so gedacht, ich habe gute Sachen gemacht, mir widerfährt Gutes, aber dann ist mir auch wiederum Schlechtes widerfahren. Ist halt eine schwierige Sache. Genau, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr alle gläubig seid, würde mich auch mal gerne interessieren. Sowas. Ich bin auf jeden Fall gläubig. Ich versuche immer ein guter Mensch zu sein, nicht zu lügen oder sonst was. Und wenn man lügt, dann, ich weiß nicht, wie soll ich das erzählen? Ach, ihr kennt diese typischen Notlügen, so, die sind ja nichts Schlimmes. Und das ist ja nicht so, wenn einer sagt, ey, hast du mit einer Freundin geschlafen? Ich sag nein, obwohl ich es habe. So, das ist keine Notlüge für mich, so. Das darf man nicht, da muss man schon die Wahrheit sagen. Boah, ich habe Vergleiche drauf heute, aber nein, ihr wisst ja, was ich meine. So Karma und so, alles wird im Leben zurückkommen, wirklich alles. Alles. Deshalb, warum soll ich schlecht drauf sein, Leute? Das frage ich mich immer noch. Warum soll ich schlecht drauf sein, ey? Ich rede nicht mehr über diese Scheiße, die ich habe. Thema ist für mich gegessen. Bitte spricht auch nie wieder, Leute. Schreibt mir nicht in die Kommentare rein, ey. Nee, wie geht es dir? Geht's dir wieder gut? Geht's dir schlecht? Nein, mir geht's immer gut. Ab jetzt geht's mir immer gut. Und da werden auch die Videos guter, besser. Ich bin guter drauf. Guter, was laber ich da? Guter, das Wort gibt's doch gar nicht. Guter Autoscooter. Ihr wisst doch, was ich meine. Einfach mal alles gechillter sehen. Oh, was macht der denn da? Oha, jetzt müssen wir kontern. Scheiße. Oha, ging gar nicht. Ey, unser Leben ist ja komplett am Arsch. Ist mir gar nicht aufgefallen. Nein. Aber ja, Leute, ich werde auf jeden Fall jetzt einfach immer... Oh mein Gott, wir müssen schnell hier taggen mit dem hier. Mit dem Kofi. Alter Schwede, ich habe gerade wieder irgendwie sowas gelabert, zu viel. Boah, heute ist echt eine Auf-Rille-Folge, Alter. Auf-Rille-Folge, weißt? Nee, Leute. Alles cool, alles cool. Staff, der kriegt das... Oh, er kontert das auch noch. Der ist ja anders, dieser Jim Uso, Jay Uso. Jetzt klatschen wir erstmal mit Kofi Kingston ab. Also wie gesagt, morgen werde ich auf Twitch streamen, morgen Abend. Nicht auf YouTube, das da... Oha, wir schicken den weg. Guck mal, wo er hinläuft, ey. Geil, wie viel ist der Schiri? Den würde ich mal gerne interessieren. 6. Ey, wenn wir das jetzt gewinnen, ich hab einfach gekontert, ne? Oh, und jetzt rennen um dein Leben. Er geht einfach, Schiri! Wenn jetzt eine Zahl... Oh mein Gott, er hat so ein Glück gehabt, ne? Ey, warum habe ich nicht gewechselt? Das war dumm von mir, scheiße. Guck mal, jetzt werde ich schnell kontern. Komm, schnell, ich drücke. Oh nein. Oh, jetzt machen die dabei, jetzt machen die Tag-Team. Hier. Und tschüss. Ey, wie viel er kontert? Das ist doch nicht mehr normal, Alter. So, jetzt reicht's. Jetzt gehen wir zurück zu Jimmy. Der soll jetzt mal rauskommen, ein bisschen Palaver machen mit dem. So, er kriegt erstmal noch eine Attacke. Stuff. Und er kontert auch noch. Komm, Uso, mein Freund. Ach, Uso, sage ich schon. Kofi Kingston. Mach mal was. Ich sag nur eins, Leute. Sage ich euch jedes Mal. Glaubt nicht alles, was ihr auf YouTube seht. Bitte tut mir diesen Gefallen. Das ist das Wichtigste, was ich euch vermitteln will. Glaubt nicht alles, was ihr seht. Glaubt nicht alles, was ihr seht. Aber mir könnt ihr glauben, nicht Spaß. Nee, aber... Hör mir auf, ey. Ich bin so kaputt, gerade so... Ey, ich bin gerade so Elan. Ich war gerade noch auf 180. Jetzt geht's langsam wieder runter in die stille Phase. Was geht denn hier ab, Alter? Big Shot, man's noch, oh! Skibidipa! Urr! Ach, keine Ahnung, Alter. Der Kofi hat einen Finisher, das weiß ich gerade auf jeden Fall. Aber Jay und Jimmy haben ja beide komisches Leben, ne? Die haben beide echt kaum Leben. Kofi, Junge, zeig mal, was er drauf hat, ey. So, wir gucken einfach mal zu hier. Ihr meint Prozente laden. Oha! Was ist das denn? Hä? Oha! Was ist das? Hä, was hat denn El Rida gemacht gerade? Kann mir das jemand bitte erklären? Und wer ist jetzt im Ring? Ich oder er? Er hat gerade mit mir abgeklatscht, so komisch. Ach, ich check gar nichts mehr. Junge. Alter, bei Assassin's Creed, Leute, das macht wieder so übertrieben Bock. Es gab natürlich auch Folgen, die waren ein bisschen ruhiger, ein bisschen gechillter. Aber, ja, Assassin's Creed ist einfach so ein geiles Game, ey. Ja. Also, so Leute, sagt mal bitte ehrlich, was hält ihr von Karma? Das würde ich mal gerne wissen, ey. Glaubt ihr daran oder nicht? Ich kenne auch so viele Leute, die denken halt mega negativ. Ich habe auch oft diese negativen Gedanken. So, ich denke mir, ey, warum passiert mir dies, warum passiert mir das, warum passiert mir Ananas? Aber alles im Leben passiert nicht ohne Grund. Ist einfach so. Deshalb einfach immer gechillt bleiben. Deshalb, ey, das hat mir so geholfen, diese eine Woche Pause auf YouTube zu machen. Da kommt man wieder so richtig in sich gehen, sich Gedanken machen und all sowas. Und das tut einem auch mega gut. Es tut wirklich gut, einfach mal mit sich selbst sich zu beschäftigen.
so mal herauszufinden, so wie der Körper richtig tickt und all sowas, das muss doch mal in den Spiegel schauen und sich selbst kennen, so, wisst ihr, wie ich meine, so. Manchmal ist es einfach so im Leben. Jawohl, er tauscht mit uns, korrekt. So. Also, das meine ich auch so. Ich muss mir auch mal einfach mal eine Woche Auszeit nehmen, so, das tut mega gut, ohne auch Videos vorzuproduzieren. Oder zum Beispiel, wenn ich jetzt mal im Urlaub fliege demnächst, einfach mal für diese eine Woche keine Videos machen, so. Ich weiß, es ist zwar ein bisschen blöd für euch dann, dass ihr weniger Videos bekommt, klar, aber es tut mir dann wiederum gut. Nein, dafür kann ich dann bessere Videos machen, so, wisst ihr, wie ich meine? Ey, klar, wenn wir jetzt... Hier, komm mal direkt raus. Du brauchst nicht mal reinkommen, du Jimmy Uso Muso, Alter, komm her. So, gegen wen kämpfen wir denn gerade überhaupt? Wo können wir sehen, ob das jetzt Jim oder Jay ist? Sehen wir ja, glaube ich, gleich, wenn wir dem eine Faust geben. Die haben mal coole Schuhe an. Oh Gott. Spring. Ey, ich habe doch nicht zu früh gedrückt. Oh nein, Alter. Oh, das ist ein Signature. Ey, da willst du mal aufgeben zwingen, glaube ich. Shiri! Ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warum kommt der denn nicht rein? Der kommt nicht rein. Ey, das ist so eine Missgeburt. Das ist so ein Bastard, Alter, Mann. Warum kommst du nicht rein, Kofi? Ey, das sind solche Opferkinder, Alter. Letzte Folge gewinnen wir beide Kinder, der Kofi. Ich glaube, der geht dann hinter dem neuen Lutschen, ey. Was ist denn da los? Okay, hört ihr gerade deren Beat im Hintergrund? Soll ich mal jetzt auf deren Beat bumsen? Oh. Ihr denkt, ihr seid die Usos. Dabei seid ihr nur Husos. Denn jetzt geht es ab. Ich bin am Start und es macht Klick-Klack. Yo, gefällt mir, was du da heute Abend geleistet hast. Zeig davon nächste Woche ruhig mehr. Ah. Let's go, Diggi. Ja, Freunde, das war's dann jetzt von dieser Folge. Heute mal eine etwas andere Folge. Ein bisschen auf Rille der Öni, Alter. Natürlich bin ich nicht richtig auf Rille, aber ihr wisst, was ich meine. Heute war ich hyperaktiv des Großvaters Zorns, ey. Was ist das denn, ey? Junge, Junge. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt Insta, Minster, Dinster ab. Alles in der Beschreibung. Da hinten könnt ihr auch mal Big Shot Mans noch auschecken in der Beschreibung. Ich bin raus, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da. Morgen Assassin's Creed, denke ich mal. Und natürlich auch mein Livestream, ne? Auf Twitch. Also alle Folgen Insta, Minster, Dinster und checkt mein Merch aus. Tschö, tschö.